Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Scrap Mechanics. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin euer Xock und wir legen auch gleich los, liebe Leute. Und zwar, heute sind wir auf dem Testcenter und mir wurden drei Sachen eingeschickt fürs Testcenter, die ich gerne heute ausprobieren möchte. Wo ich schauen möchte, ob die wirklich, ja, ob die für hier eine Verwendung haben. Und ich bin mega gespannt, denn ich will auch natürlich das Testcenter fertig kriegen und da kann ich natürlich jede Hilfe auch gebrauchen. So, schauen wir mal, was wir da haben. Drei schöne Sachen sind das. Und zwar, wo haben wir sie? Wo haben wir sie? Da. So, wir haben vom Fabi Uli einen Brems- und Crash-Test. Sieht ja schon mal so ganz cool aus. Ein 3-in-1 Brems-, Roll- oder Crash-Test für Xaox Testcenter 3.0. Maximaler Bremsweg, 500 Blöcke, danach Stopp durch Crash-Testmauer. Eine rote Linie unter der Bremse, Brems steht, markiert den Brems- und Rollpunkt für den Brems- oder Rolltest. Für den Crash-Test genügt es einfach weiterzufahren bis zur Mauer dagegen. Sehr schön. Okay. Oha. Das ist aber lang. Warte mal, vielleicht können wir das dann... Machen wir das da hinten hin. Aber das sieht, glaube ich, schon richtig gut aus. Das können wir auf jeden Fall verwenden. Da muss ich schon mal auf jeden Fall keine Strecke bauen. Wobei 500 Meter, ja, obwohl, doch, könnte eigentlich passen. 500. Ist lang, ne? Also lang ist es schon. Aber sowas muss lang sein, gell? So, machen wir mal hier die Blöcke weg, damit ich das am Boden anschweißen kann. Oh, cool. Coole Idee, okay. Jetzt muss ich erstmal Kilometergeld kassieren. Lauf, Xarog, lauf! Ich lauf ja schon! Lauf, Xarog, lauf! So, wie machen wir das denn? Lauf! Ich würde sagen, Start machen wir hier irgendwo hin. So, und da schweißt man das jetzt einfach mal da so dran. Und hepp. Ich nehme meinen besten Freund mit. Start- und Landebahn. Nein, Spaß. So, klick, klack. Da ist sie fixiert. So. Was nehmen wir denn? Also das hier ist natürlich, das ist ja wirklich schon fast eine Fluglande, also für Flugzeuge Start- und Landebahn. Aber schauen wir mal. Also er hat gesagt, einfach fahren. Oh. Und dann hier bremsen. Zack. Aha, da hat er sogar markiert. 50, 100. Aha. Ja, aber du siehst, es ist ein bisschen lang. Ja gut, große Fahrzeuge brauchen wahrscheinlich auch ein bisschen länger zum Bremsen. Der hier ist natürlich jetzt... nö. Speed, Speed, Speed! Bam! Nice. Warte mal, ja, wir können ja mal was... Irgendwas... fahren, was ein bisschen schneller ist. Nehmen wir mal hier meinen Charger. So. So, fahren wir mal zurück. Und stopp. So. Und bremsen! So, der hat schon 100 Blöcke gebraucht. Ja, das könnte Sinn machen. Mit einem großen LKW braucht der natürlich dann länger. Das, dann glaube ich, passt das schon. Wenn man das universal sieht, passt es. Wenn man jetzt an kleinen Fahrzeugen denkt, denkt man eher so, naja, vielleicht ein bisschen zu groß. Aber
Coole Idee. Also das lassen wir auf jeden Fall stehen. Jetzt habe ich es eh angeschweißt, aber das lassen wir auf jeden Fall stehen. Das ist eigentlich ganz cool. Dafür schon mal danke. Da spare ich mir schon einen Haufen Arbeit. Was man hier noch machen könnte, wäre sogar... Das könnte man auch noch als viertes ummodifizieren. Und zwar als... Beschleunigungstest. Mal gucken. Weil da habe ich schon mal... Ich habe schon mal bei so einem Drag Racing hatte ich schon mal so einen Counter gebastelt gehabt. Der dann auch stoppt, wenn man dann die Ziellinie erreicht hat. Das wäre dann vielleicht auch was. So, Fabi Oli hat auch noch einen Rütteltest gebaut. Okay, nicht schlecht. So, dann machen wir mal hier Blöcke hin. Ich habe ja auch einen gebaut, aber ich weiß noch nicht, ob der... Man muss halt vielleicht nur überprüfen. Vielleicht ist der hier besser. Das kann natürlich sein. So, ich hoffe, ich habe nichts falsch gemacht. Ja, sieht gut aus. Okay. So. Machen wir Verbindungstool. Hat er nicht so viel. Okay. Das ist gut. Hier haben wir eine Auffahrt. Mhm. Mit lockeren Bearings muss man dann vielleicht einstellen, dann, wenn es soweit ist. So, okay, man fährt das Fahrzeug hier drauf. Das sieht ja auch so echt cool aus, weil das so schön abgeschlossen ist. Man würde es jetzt so im ersten Moment gar nicht erwarten. So, er hat hier unten Bearings drin. Warte mal, gibt es hier irgendwo eine Tür oder sowas? Nee, ne? Würde mich mal interessieren, wie er das gemacht hat. Aha, mit Pistons, okay. Mit mehreren starken Pistons. Sieht auch optisch richtig cool aus. Schön, okay. Ach, hier ging es auch hoch. Okay. Ja, dann machen wir doch mal den ultimativen Test. Wir nehmen erstmal hier was Leichtes, Kleines. Oh, da flippt er schon aus. Hä, was ist denn das? Oh! Hm. Müssen wir beobachten. Ich weiß nicht, warum das jetzt so war, aber müssen wir beobachten. Kommen wir mal hier zurück raus. So. Also optisch echt nicht schlecht. So. Achso, okay. Jetzt haben wir hier eine Taste. Und eine zweite Taste. Ah, okay. So, abgeschlossen, oder? Was ist das? Einfach nur Licht, oder? Dahinter ist auch noch ein Schalter. Was macht der? Hm. Sieht einfach nur gut aus. Okay, also... Das ist halt kein Rütteltest in dem Sinne, finde ich. Es ist gut, also definitiv. Es sieht super aus und, du hast dir was dabei gedacht, auf jeden Fall. Nehmen wir mal was Schwereres. Was mit der Achse hier passiert, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Hier zerbürstet es ja total. Das ist etwas unpraktisch. Ich weiß aber auch nicht, woran das liegt. Komisch. Liegt das an dem Ding hier? Ich war. Unten ist kein Problem, nur da. Oder? Hier, warte mal. Nee, unten ist kein Problem. Das ist nur auf der Plattform. Ich weiß nicht, was da los ist. Keine Ahnung. Ich muss aber jetzt ehrlich sagen, also der Test, also der Rütteltest, also die Plattform ist gut. So würde ich sagen. Die Plattform ist cool. Sieht optisch super geil aus. Ist aber meiner Meinung nach kein richtiger Rütteltest. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Ich erkläre dir auch, warum. Ich zeige dir mal meinen Rütteltest, wenn ich das mal kurz zeigen darf. Weil das ist, was du gebaut hast, das ist wirklich cool. Also wie gesagt, man kann damit sehr gut das Fahrwerk testen, so ein bisschen. Aber, was ist da passiert? Aber nur so irgendwie so in eine Richtung, wenn du verstehst, was ich meine. Bei dem hier wird wirklich... Ich muss hier dann auch noch eine Plattform bauen.
Jetzt hänge ich mit dem hinteren Rad unten. In der Auffahrt, meine ich. So. Das verstehe ich als Rütteltest. Also, das ist das, was ich wollte. Das lebt jetzt natürlich übelst. So, bis ich drauf bin. So. Das Fahrzeug ist sowieso sehr leggy. Also zwei davon, dann wird es eh ziemlich übel. Das meine ich. Da sieht man richtig, wie das Fahrwerk arbeitet. Und ich stehe jetzt in der Mitte. Das ist jetzt eigentlich Pustekuchen. Vielleicht sollte ich ein anderes Fahrzeug dafür testen nehmen. So, warte. Fahren wir mal hier in die Mitte. An die Seite. So. Oh, nicht so viel Gas. So. Das ist schon ziemlich krass. Und ich muss wieder mal sagen, wie geil ist mein Fahrwerk, liebe Leute. Das Fahrerhaus bewegt sich fast gar nicht, während die Reifen sonst wo sich hinbewegen. Das finde ich, verstehe ich unter einem richtigen Rütteltest. Also, wo wirklich geshaked wird bis zum Äußersten. So, gehen wir mal schnell wieder runter. Das Fahrzeug hier ist für alle Tests nicht so perfekt, weil es ist von Haus aus ziemlich heftig. Und dann noch auf eine bewegliche Plattform damit fahren, das ist vielleicht dann nicht so perfekt. Aber jetzt mal hier mit dem Kleinen hier, mit dem Sparflitzer. So, hier. Das ist geil. Also, deins ist auch geil, also so will ich es nicht sagen. Ich will, wie gesagt, der Beschleunigungstest ist auch super, aber das habe ich als unter Rütteltest versucht zu bauen. Dass man einfach wirklich bis aufs Äußerste das Fahrwerk testet. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Ist nicht böse gemeint oder sowas, ne? So, ja. Also, dein Bremstest und Aufpralltest, den nehmen wir auf jeden Fall. Der ist richtig cool. Da war doch noch was. Crashtestmauer, genau. Bremsweg. Rolltest. Okay, Rolltest ist vielleicht auch nicht uninteressant, ne? Dass man sieht, wie weit der dann noch rollt. So, genau. Ich nehme den mal jetzt hier raus. So. Wollen wir denn jetzt hier? Hier hat noch einer eine Rüttelrampe gebaut von Crafter King. Oh, da bin ich ja auch mal gespannt. Noch eine Rüttelrampe. Schauen wir mal. Schauen wir uns das mal an. Auf jeden Fall. So. Vielleicht machen wir noch ein paar Geburtstagsgrüße. Was haben wir denn? Weil, da sind ein paar Sachen drin, sonst vergesse ich das wieder. Wie immer. So. November. Tada. So, genau. Okay. Also wir müssen einen nachträglich gratulieren, und zwar der Iron Man. Der hatte am 7.10. Geburtstag. Demnach, lieber Iron Man, alles Gute zum Geburtstag. Nachträglich, mein Bester. Und ja, lass dich reich beschenken. So, durchsteichen. Ich weiß, dass ich den hab. So. Okay, Rüttelrampe von Crafter King. Okay, kann man so ablegen, ist nicht so schlimm. Okay, sieht schon mal optisch auch schön aus. So, jetzt fahre ich hier so drauf und... Wo haben wir einen Schalter? Ah, hier. Okay, mit Counter, das ist gut. Oh ja, aha. Hui! Wie hat er das gemacht? Das ist ja übel. Also so aktuell würde ich jetzt sagen, das ist besser als meins. Weil man da wirklich durch die Gegend fliegt und es extrem flach ist. Wie hat er das gemacht? Der hat da Pistons. Dann hat er das mit einer Glocke gemacht. Ich bin jetzt mal echt gespannt, wie das mit dem Fahrzeug ist. Ich teste das jetzt mal mit dem Kleinen
ohne die Plattform anzuschweißen. Guck mal, auch richtig krasser Flex. Also das ist jetzt natürlich mega geil, okay. Bin ja jetzt mal gespannt, was die für eine Kraft hat. So, schauen wir mal. Es darf natürlich auch nicht zu heftig sein, das Auto soll ja nicht wegfliegen. Aber so? Ja, man sieht, dass da... Also da passiert gerade was. Ich weiß aber nicht, ob das so gut ist, wenn das jetzt so ist. Kann er dann jetzt immer noch so ausflippen? Weil man sieht, dass der ja irgendwie so ein bisschen jetzt hängt. Es ist nicht mehr so heftig wie anfangs. Es kann jetzt auch einfach Zufall sein. Das Problem ist, wenn ich das anschweiße und das passiert dann irgendwann mal, dann habe ich ein Problem. Weil dann habe ich eine Rüttelplatte, die nicht mehr funktioniert. So, schweißen wir das mal an und probieren das mal im angeschweißten Zustand. Ach so, geht das ja nicht. So. Wir nehmen jetzt auch mal ein großes Fahrzeug. Ich will jetzt einfach mal wissen, wie er zu dem hier steht. Weil meins leckt ja, wenn ich mit dem jetzt drauf fahre, ne? Auf meiner Rüttelplattform. Jetzt bin ich mal hier gespannt. Okay, hier leckt es auch ein bisschen, aber nicht so doll. Das ist natürlich Ressourcenschunder. Okay, ja, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Schauen wir mal. Es darf halt nicht wieder so passieren. Das ist halt das. Ja, das ist natürlich schon krass. Ja, das ist gut. So, jetzt machen wir mal Stopp. Okay, jetzt machen wir nochmal starten. Vor allem, es ist nicht so laggy, ne? Also ich muss sagen, die Rüttelplatte ist gut. Also wenn das nicht wieder passiert, also ich benutze die jetzt. Also ich benutze die jetzt wirklich. Ich schweiß die nur halt so an, dass ich sie wieder wegmachen kann. Weil wenn ich sie richtig fest in den Boden verankert, dann kann ich sie nicht mehr wegmachen. Aber so jetzt haben wir es mehrmals getestet und es ist nichts passiert, vielleicht weil es lose war. Und da wäre ich, also ich finde die so gut, sie ist zwar ein bisschen sehr heftig, vor allem bei kleinen Fahrzeugen wird die etwas sehr heftig sein, dass ich sogar fast gesagt hätte, ich mache meine Rüttelplatte weg, aber jetzt habe ich gerade gedacht, die ist vielleicht für große Fahrzeuge wie den hier jetzt gar nicht so schlecht. Also für Fahrzeuge, die etwas schwerer sind. Weil wenn ich da so ein kleines, leichtes Fahrzeug, das fliegt ja richtig, das ist dann vielleicht ein bisschen zu übel. Und so könnte man beide behalten. Meine für kleine Fahrzeuge und deine für schwerere Fahrzeuge. Das finde ich richtig gut. Also muss ich schon sagen, ich weiß ungefähr, wie du das gemacht hast. Du hast da so einen Pisten. Und hast hier flexible Bearings hingemacht. Das hier brauchen wir ja gar nicht. Und dadurch, dass eine Seite hochgedrückt wird und die andere nicht, oder je nachdem, werden die Bearings gestretched. Also, es ist ein bisschen schwer zu erklären, aber die sind dann nicht mehr da, wo sie eigentlich sein sollen. Und dadurch flippt das halt auch so extrem aus. Also das ist schon gut geworden, also muss man schon sagen. Also, ich freue mich, das Ding jetzt anschweißen zu dürfen. Das machen wir auch hier in der Nähe von meiner jetzigen Rüttelplatte. Meine muss ich ja auch noch fertig machen. Die muss noch optisch ein bisschen schöner werden und so.
Könnte das sogar so machen, dass man hier die Plattform so ein bisschen erweitert. Dann kann man direkt von oben drauf fahren. Und ich kann das Fahrzeug so da hinstellen. Das ist vielleicht... Und zudem habe ich dann hier einmal ein Programm weniger. Also nur das von oben. Ah, die hätten wir eigentlich benutzen können. Für den Rand dann dort. Naja, ist ja wurscht. So. Oh, nicht da dran. Hoppla. So. Jetzt kann ich das hier so packen. Dann nehmen wir die Seite hier. Oh, ist das zu niedrig? Warte mal, wir machen... Ah, das ist blöd. Dann machen wir es mal so. In der Hoffnung, dass das geht. Das wegen den Füßen, deswegen geht das wahrscheinlich nicht. So, genau, jetzt geht's. Hä, das hätte vorhin auch gehen müssen. Hä, warum ging das denn vorhin nicht? Verstehe ich jetzt nicht. Weil das, so ist ja die perfekte Höhe dafür. Muss ich keine Stufe, nix machen. Wir probieren es einfach nochmal aus. Vielleicht war er sich selber im Weg. Mal schauen. Jetzt geht's. So, genau, weil das ist die perfekte Höhe. Da kann man direkt von hier so drauf fahren. Knöpfchen drücken, Rütteltest. Geil. Passt voll super, ne? Ah, ich sehe schon. Also das Testcenter wird in die Geschichte eingehen, da bin ich mir sicher. So, warte mal, dann machen wir das hier wieder zu. Klack. Klack. Farbtool wieder schwarz machen. Oder was? Grau? Ja, grau. So, wunderschön. Ja, das ist wirklich gut auch. Auch der Beschleunigungsdings bei uns, klasse. Ich sehe schon. Aber es wird echt schwierig. Wir können dann für die Fahrzeuge nicht alles testen. Da müssen wir ja irgendwie Prioritäten setzen. Also das, da müssen wir mal dann gucken, wie wir das machen. Ich will mal gucken, ob meine jetzt da hinpasst. Daneben. Aber ich glaube, ich sehe es so schon. Meine ist zu hoch. Wie hoch ist denn die? Ich glaube, 2 Blöcke höher. Ah, Panik. Ich mache jetzt... Nee, nicht aus Glas. So, schauen wir mal. So, da kann ich das nämlich auch noch mal. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch, da kann ich das schon mal hier ein bisschen vorbereiten. Das ist ein Teil der Grund. Unglaublich. Ich will auch nicht zu nah da dran.
Und wenn wir zu nah daran rutschen, gehen die sich gegenseitig wahrscheinlich auf den Geist. So, schauen wir mal. Da kann ich nämlich nicht mehr hin, also ich muss definitiv da dran bauen. So. Da mache ich dann einfach eine Schräge hin oder irgendwie sowas. Oder hier so. Und dann eine Schräge drauf noch. Dann kommt man da auch schön dran. Ne? Da können wir dann später hier noch ein Bäumchen hinpflanzen. Oder wie man hier Treppen hin. Schöner muss ich das auf jeden Fall auch noch machen. So, da kann man hier hoch und runter gehen. Das ist gar nicht so verkehrt. Aus welchen Gründen auch immer. Aber man kann es auf jeden Fall. So, dann haben wir hier eine Rüttelplattform, dann eine Rüttelplattform. Hier haben wir Beschleunigungsdings. Da kommt dann der Falltest hin. Da kommt mein Sprungturm hin, den ich eigentlich so gebaut habe, dass der nicht raus kann. Aber durch diese eine Rüttelplattform ist ihr irgendwie was passiert. Kann ich euch ja mal demonstrieren, wie ich das aktuell habe. So. Und hinein mit euch. Nein! Wo ist der Hammer? Hammer! Schnell! Schnell den Hammer! Achso, da habe ich was vergessen. Nee, das wird nichts mehr. Das wird nichts mehr. Warte mal. So, nochmal von vorne. Moin. So, und jetzt einlochen. Genau, so. So soll es sein. Und dann kommt hier so Block da, Block hier. So. So, jetzt. Genau. Weil ich hatte das ja vorher hier vorne mit Bearings gemacht. Das war irgendwie so kacke. Jetzt habe ich hier Knöpfe. Dann kann ich verschiedene Höhen einstellen. Hier, das ist dann die größte Höhe. Und das ist jetzt hier unten so verankert. Also das kann nicht weg oder wegrutschen oder sowas. Das ist eigentlich ganz cool. Ich muss nur mehr Pistons machen, weil die Pistons sind so jetzt zu schwach. Das klappt sonst zu schnell zusammen. Aber so ist dann ganz cool. Dann kann man hier runter rasen und dann hier gucken, wie weit man mit dem Fahrzeug fliegen kann. Ist kein besonderer Test, aber macht Spaß. So, ja, dann kommen wir zum Ende dieser Folge. Vielen Dank für die Einsendungen. Ihr könnt natürlich alle immer noch weiter was einsenden. Ich kann euch halt nur nicht versprechen, dass es was wird. Das habe ich schon von Anfang an gesagt, dass ich es nicht versprechen kann. Weil erstens muss es ressourcenschonend sein. Zweitens will ich natürlich selber auch ausprobieren und bauen. Wenn das halt für meine Augen nicht so ganz hundertprozentig passt, dann kann es halt sein, dass ich mich halt dagegen entscheide. Aber das hier und das hier ist echt gut geworden und passt auch. Und ja, ich muss halt einfach schauen, dass das einfach irgendwie ins ganze Konzept irgendwie passt. Und ich muss auch gucken, zu viel darf es auch nicht sein, weil sonst irgendwann wird es dann zu viel wieder und dann leckt es wieder ohne Ende, ohne dass irgendein Fahrzeug steht. Und ja, das wäre natürlich dann auch mega schade. Und was auch noch hinzukommt ist, wir müssen ja auch gucken, zeitlich. Ich kann ja nicht, wenn ich dann 5 Fahrzeuge habe und ich will mit den 5 Fahrzeugen alle Tests machen, dann bin ich eine halbe Stunde beschäftigt mit einem Fahrzeug. Da müssen wir auch gucken, dass das zeitlich halt dann auch irgendwie passt. So, aber nichtsdestotrotz bisher wird es echt cool. Fallturm noch, dann die Buckelpiste noch. Ich mache noch Viertelmeilen-Timer, also Rennen, so dass man eine Viertelmeile fährt und schaut, wie lange man für die Viertelmeile mit dem Fahrzeug gebraucht hat. Ja. Genau. Haben wir sonst noch was? Ich weiß nicht, was könnte man da noch machen? Ihr könnt ja mal schreiben auch. Das ist auch eine Idee. Was brauchen wir noch? Was brauchen wir noch? Wir haben Slalom, Rüttelpresse. Ah, die Presse brauchen wir noch. Die Presse brauche ich dann noch.
Schöne Presse muss ich noch bauen. Genau, da habe ich sowieso das drauf. Ja, also liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es der Fall ist, dann ein Like da lassen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Peace over and out. Tschüss, macht's gut.